brasilianischen Bundesstaat Amazonas haben viele Flüsse nach starkem Regen Rekordpegelstände erreicht und sind über die Ufer getreten. Wie hier in der Millionenmetropole Manaus mussten viele Einwohner ihre Häuser verlassen. Insgesamt sind 450.000 Menschen betroffen. Das Hochwassergebiet ist etwa 4,5 Mal so groß wie Deutschland. Es wird erwartet, dass das Wasser weiter steigt.